Eminex unterdrückt die Methan-, CO2- und Lachgasemissionen während der Güllelagerung und hilft damit, klimaschädliche Emissionen zu vermeiden. Die Anwendung von Eminex ist einfach. Je Kubikmeter Gülle sind 1 bis 2 Kilogramm Eminex zu dosieren und langsam der offenen oder geschlossenen Grube zuzuführen. Vor und während der Zugabe sollte die Gülle aufgerührt werden. Für eine gute Verteilung ist ein langsames Einrieselnlassen essentiell. Dazu einfach den Big Bag mit einem Teleskopmesser ca. 5 bis 10 cm aufschneiden. Alternativ können verschiedenste marktgängige Dosierhilfsmittel wie zum Beispiel Witbags verwendet werden. Bei der Handhabung ist auf Arbeitssicherheit, wie passende Schutzbekleidung und auf einen sicheren Transport zu achten. Hierfür eignet sich ein Teleskoplader oder ein Traktor mit Frontlader. Zum Anheben sollte ein Hebehaken verwendet werden. Ist nur eine Palettengabel mit scharfen Kanten vorhanden, sollte diese umwickelt werden. Beim Anheben, Transportieren und Leeren dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Sobald sich genug Gülle zum Aufrühren in der Grube befindet, kann Eminex zugegeben werden. Eine auf Ihren Betrieb und Ihre Ausbringung zugeschnittene Anwendungsempfehlung für Eminex erarbeiten wir gerne mit Ihnen gemeinsam. Sprechen Sie hierfür unsere deutschlandweit verfügbaren Anwendungsberater an. Die Kontaktdaten und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Klimaschutz leicht gemacht. Mit Eminex von Alzchem.